In der 600-Einwohner-Gemeinde Nebelberg im Bezirk Rohrbach hat sich ein stattlicher Industriebetrieb etabliert. Vor 10 Jahren hat die Firma Obereigner auf einem 25 Hektar großen Betriebsgelände losgelegt. Inzwischen hat die Mühlviertler Firma als Zulieferer für Allradgetriebe und als Entwickler für Daimler einen Weltmarkt erobert. 10-jähriges Betriebsjubiläum, ein Jahresumsatz von 22 Millionen Euro, alle Finanzierungen aus Eigenkapital. Das feiert das Familienunternehmen mit einem großen Festakt und vielen Besuchern. Hauptdarsteller und eigentliches Kapital der Unternehmensgruppe ist laut Firma aber die Belegschaft. Derzeit 166 Fachkräfte und 12 Lehrlinge. Ein Viertel kommt aus Bayern zu den Arbeitsstellen im Bezirk Rohrbach. Mir hat das immer sehr viel bedeutet, Arbeitsplätze zu schaffen, und ich weiß das, was das für die ganze Region bedeutet, und das war für mich immer das Wichtigste. Fertigung und Montage von Allradgetrieben, deren Vermarktung sowie eigene Forschung und Entwicklung sichern die Arbeitsplätze, bringen Kaufkraft und entschärfen die Pendlerproblematik in der Region. Die Firma Obereigner hat ja derzeit, was ich weiß, 138 Arbeitsplätze, und das ist natürlich schon für uns eine, ja, fast würde ich sagen, eine Oberliga, also wirklich ein ganz, ganz toller Betrieb. Die Wohnqualität hier im Bezirk Rohrbach mit so tollen Arbeitsplätzen zu verbinden, ist für uns natürlich ein Glücksfall. Das heißt, Innovation, innovative Betriebe und natürlich auch die Möglichkeit, hier vor Ort zu arbeiten, ist eines der Kernpunkte. Die Arbeit zu den Menschen zu bringen und nicht umgekehrt. Insgesamt 25 Millionen Euro hat Firmengründer Wilhelm Obereigner als technischer Pionier seit 2002 mit seinen beiden Söhnen in die Produktion von Allradgetrieben in Nebelberg investiert. Heuer sind es 3 Millionen. Herzstück der Produktion ist neben klassischen Allradfahrzeugen die Flotte der Kleintransporter. Darunter der jüngst für Daimler entwickelte Offroad-Sprinter 6x6. Auf 3 Achsen mit einem 6-Radgetriebe und bis zu 5 Differentialsperren können diese Fahrzeuge extremen Geländesteigungen trotzen. Gleichzeitig steigen die Verkaufszahlen von Allradgetrieben für die deutsche Autoindustrie. Wir haben hier Produktionszahlen von weit über mehreren Tausenden bis zu hin zu 13.000 pro Jahr, die wir hier liefern. Und das wirklich, was einem mit Stolz erfüllt, das ist, dass diese Produkte hier bei uns gefertigt werden, eine hundertprozentige Qualitätskontrolle unterzogen werden. Während die Produktion in Nebelberg unter einem guten Stern weiterläuft, setzt das Familienunternehmen auf Expansionskurs. Im norddeutschen Rostock wird Anfang Juni ein weiteres 27 Millionen Euro teures Werk eröffnet.